Hi Leute und herzlich willkommen. 7. Messetag auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf. Ich hatte es auf Insta schon mal kundgetan. Seit heute ist die Anja, springt auch da hinten schon rum, ist die Anja auch hier auf der Messe. Das heißt, ich werde jetzt Unterstützer. Jetzt sind wir wieder zu zweit vor der Kamera. Und wir machen jetzt gleich zu Beginn den Tappert Pandiga 655 DMK auf Wunsch von einem Marc Huttner. Der hat nämlich bei uns in die Gruppe reingeschrieben. Holger, könntest du vielleicht ein Video machen über den Pandiga 655 DMK? Und das machen wir jetzt. Aber ich glaube, da lasse ich jetzt gleich der Anja und natürlich unter fachlicher Beratung vom Harald überlasse ich denen das Ganze. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So Harald, der Marco, der wollte ganz gerne den Tappert Pandiga 655 DMK 2,5 gezeigt haben. Ja, da haben wir ja jetzt richtig Glück, der steht hier. Na, so ein Glück. Wir haben einmal hier den ersten Tandemachser auf der Pandiga-Reihe. Genau, liegt bei 40 oder fängt bei 40.890 Euro an in der Grundausstattung. Und hier so wie er steht, knapp 55.000. Genau, so wie jetzt hier auf der Messe steht, für fast 55.000 Euro. Richtig, mit der auch als 70 Jahre Handmade-Version. Mit Glitzerstreifen. Mit Glitzerstreifen. Hätten wir als Frau natürlich. Aber auch. Die sind in Serie bei dem Pandiga. So Harald, und dann machen wir jetzt von innen, oder? Ja, natürlich. Weil wir sind einfach die Spezialisten für innen. Für innen. Für ja. Innen. Ja. Alter, okay. Okay, ja, ist ein Mods Raumgefühl, ja, oder? Ja, ja, ich gehe jetzt mal hier hinter und versteck mich. Du versteckst dich, okay. Tschüss. Kannst du noch mal hinten den Bereich abtrennen? Das ist hinten, gut, kommen wir ja noch dazu. Bart. Kannst du schön, ach, guck mal hier, was ein wunderschöner, großer Sitzgruppenbereich. Das ist aber, Harald, kein 2,30 Meter oder wie? 2,50er Fahrzeug. Ah ja gut, 2,50. Merkst du natürlich. 2,50er Breite. Das ist, Harald, kannst du mir sagen, was du willst? Wenn du in den 2,50er reinkommst, da kann noch so viel Schrank und was weiß ich sein, du hast sofort dieses, boah, Raumgefühl. Genau. Das ist echt der Hammer. Und hier, gegenüberliegende Sitzgruppe. Ja, verschiebbarer Tisch, sinkbarer Tisch. Wie viele Leute kriegst du hier unter? Ja, bis zu sechs Personen. Gut, optional. Ablassen. Umbau möglich, Umbau. Genau, richtig. Nochmal Schlafmöglichkeit. Genau. Weil hier hinten, wo du jetzt eben gerade drin warst, ist kein... Ach, doch, ist ja... Ich dachte eben gerade, da wäre nur... Guck mal, Anja, film mal da rein. Da sind ja noch Etagenbetten, sind ja Stockbetten drin. Genau. Okay. Weil ich habe jetzt eben gerade gedacht, das wäre nur Abtrennung zum Bad. Aber du hast, also dann hast du hier noch auch schon mal, ne, fangen wir mal gleich wieder an, zählen wir mal zusammen. Du kannst hier hinten für zwei Kinder, du kannst hier vorne die Sitzgruppe umbauen. Genau, optional sogar für drei Kinder. Also es ist auch machbar, noch ein Dreierstockbett zu bekommen. Dreierstockbett? Also okay, der ist jetzt mal für die ganz große Familie. Dann wenn du, ne, drei hier hinten, zwei in der Sitzgruppe und die Eltern schlafen da vorne. Okay, Großfamilie. Mega. So. Dann, jetzt bin ich gerade hier hinten. Ja. Gucken wir mal. Ach nee, ist kein Bad. Okay. Nee. Alter, das ist mal ein Schrank. Also, Schrank hier hinten im Heck. Richtig, also richtig groß. Und hier dann, ja logisch, klar. Hier dann Bad. Toilette, Waschbecken. Mit separater Dusche. Okay. Hier unten, jetzt habe ich gerade überlegt. Was hast du denn hier? Einmal und hier das Schränkchen. Jo. Ja gut, okay, da kriegst du ein bisschen was rein. Weil ich eben gerade gedacht habe, ein bisschen wenig. Hier fehlt mir jetzt tatsächlich ein Spiegel, du hast jetzt nur den. Aber wie gesagt, also Leute, ist groß. Okay. Hier vorne geht es weiter, Garderobe. Nochmal mit dem Schrank. Nochmal mit dem Kleiderschrank. Ja gut, also kriegst du schon genug runter. Ja, also
Ja gut, aber bei ich sage jetzt mal, mindestens 4 Personen jetzt ganz normal. Deine Badesachen kriegst du hier auch noch rein. Ja, mehr als das, ja. Wirklich, schöne Garderobe hier vorne. Gut, Sitzgruppe hatten wir. Anja, jetzt musst du dich mal drehen. Drehen meine ich jetzt hier nochmal. Man muss natürlich gucken. Auch dazu sagen, dass man bei der Sitzgruppe auch noch Staufläche unten drunter hat. Also das, ja klar, du hast unten drunter noch die, hier auch? Ja. Ja. Genau. Ach, so, guck mal, hier vorne. Nettes Feature mit einer Schublade. Ja. Okay, das sind die Kleinigkeiten. Mega, finde ich gut. Okay, ja klar, kriegst du ja auch noch so. Guck mal, da unten hast du auch noch mal einen Schrank, oder? Ist das auch noch mal? Ja, natürlich. Ist auch noch mal ein Schrank. Wirklich, jede Ecke ausgenutzt. Damit. Und was ich. Entschuldigung, Harald, ich wollte dich nicht unterbrechen. Damit du natürlich noch deine Multimedia-Sachen unterbekommst. Ja. Fernseh. Was mir übrigens, da bin ich jetzt gerade so achtlos dran vorbei. Pantiga haben wir ja auch letztes Jahr gemacht. Genau, richtig. Was mir gut gefällt, sind hier diese riesengroßen Fenster. Jetzt ist hier leider dieser Aussteller da dahinter. Ja. Da wirkt es jetzt ein bisschen dunkel, aber wenn du hier rausguckst, gut, kommt wahrscheinlich auf der Kamera nicht raus, aber das ist schon mega, mega mit diesen großen Fenstern. Sehr schick gemacht. Okay, was hat man jetzt gesagt, der Reihe nach? Gut, Küche fehlt noch. Fange ich hier oben an. Riesengroße Stauschränke. Richtig. Hier unten auch. Gut, Besteck und Sonstiges. Okay, auch, guck mal hier, tief. Genau. Groß. Und drunter haben wir das Mülleimersystem. Ach, okay. Das ist nicht schlecht übrigens, weil die sind ja durch die Technik, die da hinten verbaut sind, immer so ein bisschen kürzer, die unteren Schubladen. Und hier ist es schön gelöst, dass du hier die Mülleimer drin hast. Da macht's wirklich. Und du kriegst trotzdem noch was unter, ne? Ja. Guck mal. Ja. Ah, das sind aber hier extra. Genau, aber extra, dass es nicht verschiebt. Richtig klasse. Okay. Gut, und hier vorne geht es dann weiter. Ich sage jetzt mal im Elternschlafbereich. Auch nochmal, also nochmal, der Riesenkleiderschrank hinten, nochmal hier vorne der Kleiderschrank. Unten drunter nochmal Schrank mit 2 Fächern. Jo, und das Bett. Okay. Übrigens auch nochmal hier abtrennbar, ne? Auch nochmal abtrennbar. Kann man komplett abgetrennt nochmal zeigen. Ja. Das heißt, das wäre dann die Schlafsituation, wenn jetzt hier noch jemand schläft. Ja. Genau, also hast dann wirklich deine Privatsphäre. Ja. Was natürlich wieder geil ist, wir hatten es gestern gehabt. Hier hast du natürlich ein paar mehr, ne? Von denen. Auf jeden Fall. Der Himmel, der macht was her. Der das sieht ist echt wirklich schick. Wirkt, es, nein, es wirkt, ich meine, okay, jetzt können wir offen reden. Ja. Tappert, Oberklasse. Richtig. Ist die Oberklasse und das sind die Sachen, du kommst hier rein, du siehst das, wie es verarbeitet ist. Hier oben diese dunklen Streifen, die Ambientebeleuchtung. Es wirkt auch einfach. Ja, wertig. Danke, Harald. Das Wort habe ich gerade gesucht. Nee, echt schön gemacht. Deshalb haben wir ja auch immer hier bei der 70 Jahre Version, ist übrigens auch ein Fahrzeug, was in Deutschland produziert wird. Made in Germany. Im schönen hessischen Mudgast. Genau, ist nicht weit weg von mir. Also, doch, sehr schönes Fahrzeug. Marco, vielen Dank für den Hinweis, weil wir so einfach gesagt haben, Pantiga hatten wir ja schon. Ja. Aber ja, hat sich auf jeden Fall nochmal gelohnt. Richtig. Ciao. Perfekt. Also Anja, jetzt mal ganz ehrlich, was sagst du dazu? Ich finde ihn sehr gemütlich. Hat wirklich, also bietet viel Fläche, also sehr viel Stauraum, sehr, sehr schön für Familien, die viel Sachen mitnehmen müssen, ja eben auch für Kinder. Also wirklich. Und schick, also ist wirklich einfach schick gemacht. Ja. Ich hatte es in den anderen 2 oder 3, 4 Fahrzeugen, die ich jetzt schon gemacht habe, ja auch gesagt. Bei dem ist auf jeden Fall wirklich der Punkt, du kommst ja rein und hast ja erstmal so ein Gefühl. Ne? Ja, so wenn dieses erste, ja, genau. Der erste Eindruck. Ja. Und der war da schon mega. Mhm. Also, jo, schön. Der Harald muss jetzt gleich weg, der hat sich verabschiedet, weil er jetzt noch einen Termin hatte. Weißt du, was ich mir gerne angucken würde? Nein. Und das war auch ein Wunsch von der, ich hoffe, dass ich es jetzt richtig sage, von der Heike. Es gibt 2 chinesische Hersteller. Und ich weiß jetzt zwar noch nicht genau, da müssen wir jetzt mal fragen, was für eine Halle die sind. Aber die hätte ich mir gerne mal angeguckt. Chinesische? Chinesische, ja. Ja. Die Heike hat es gesagt. Dann gucken wir mal. Da bin ich aber gespannt. Halle 10 soll es sein, Anja. Mhm. Dann habe ich jetzt gerade mal auf dem Ausstellerverzeichnis geguckt. Die heißen, oder der eine zumindest, der eine chinesische Hersteller? Depple.
Detle. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Vielleicht wissen wir es. So, Anja, guck mal, da oben steht's. Detle RV. Wie spricht man es jetzt aus? Das weiß ich nicht, aber das kann man erfragen. Gut. Ja, währenddessen wir uns annähern, guck mal, Anja, Iveco-Aufbau auf jeden Fall. Mhm. Weil das ist mir jetzt nämlich gleich aufgefallen. Ja. Also warte mal kurz, ein Teil integrierter mit Slide-Out. Mhm, verrückt. Verrückte Welt. Aber ich wusste auch gar nicht, dass es chinesische Hersteller gibt. Ja, wie gesagt, ich hätte jetzt ja fast gesagt, dass wir schon was Chinesisches in Stuttgart gesehen haben. Aber ich, waren das, oder waren das Autos? Weiß ich gar nicht. Weil ich meine, da war schon irgendwas Chinesisches gewesen. Aber hier soll es tatsächlich jetzt ganz neu sein. Sollen aber zwei Stück sein. Also ich sehe jetzt hier nur den Detle. Aber wir können auf jeden Fall mal gucken. Sollen zwei Stück sein. Guck mal hier, auch tricky, ne? Mhm. Also drin ist jetzt gerade was los, da wird jetzt auch gerade gefilmt. Ja klar, logisch. Ist ja klar. Das ist schon, ich glaube, das ist ein bisschen Besuchermagnet, ja, weil es halt was Neues ist. Aber, ups, hast du es gesehen? Mhm. Ist gerade die Schublade weg. Achso, die ziehen von innen. Aber da siehst du schon ein bisschen was Neues. Kennt man so nicht, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Aber tricky, guck mal, was ist denn das? Ein Wasserhahn? Doch, das ist Wasser. Ja, klar. Hier kannst du wahrscheinlich einen Wasserhahn anschließen. Außenwasseranschluss. Genau, Außenwasseranschluss. Eine Kiste und wie wir es gerade gesehen haben, weil die wurde gerade nach innen gezogen, kannst du die dann auch nach innen oder von hier außen dann befüllen oder was entnehmen, je nachdem. Okay, hier ist jetzt eine Serviceklappe, wo nichts dahinter ist. Ja, das ist, wenn du hier außen was kochst, Anja. Hier kannst du was abstellen und da hast du deine. Was sind das? Gas, ne? Ja, klar. Mhm. Ja. Gasherd, okay. Also wirklich, ja. Außenküche. Ja, gut, jetzt macht es auch Sinn mit diesen Schubladen. Ja, genau, dann hast du da den Zugriff von außen, kannst hier draußen wirtschaften. Ja, irre. Jetzt pass auf, Achtung, ich mach's nicht auf. Anja, mach du es mal bitte auf. Was ist jetzt hier noch dahinter? Das ist jetzt die 1, 2, ja, dritte Klappe. Geht nicht. Geht nicht? Mhm. Warte mal. Nee, geht tatsächlich nicht. Doch. Geht. Okay. Ah. Ach so, da kannst du, ja, okay, ist jetzt quasi. Kannst aber, du mal von aber der Anja, Seite. Guck mal, du kannst sie auch, lass sie mal ganz ab. Ja, du kannst wieder als Abstellfläche. Genau, Doppelfunktion, einmal für hier hinten Zugang zur Garage. Und nochmal Abfläche. Leute, ich will mir jetzt nochmal hier drüber. Guckt euch das an. Jo, die Großfamilie kann da kochen. Und wenn du jetzt hier hinten die Klappe aufmachst, an derselbe in grün, ja. Kannst du auch noch was abstellen. Und überdacht kannst du kochen. Und überdacht, weil nämlich, Anja, hast du gesehen? Schon wieder ein Aus. Also, hinten auch, wie nennt man das hinten? Slide-out ist es an der Seite hinten? Heck-Slide-out. Der Heck-Slide-out, okay. Leute, wir gucken jetzt gleich mal, ob drin frei ist. Nee, da ist noch jemand drin. Und dann gehen wir mal rein. Interessante Geschichte. Also auf jeden Fall, bevor wir jetzt reingehen, also ein Alkovenfahrzeug. Das heißt, hier oben sieht man schon nochmal ein Fenster mit Schlafbereich. Du meinst Schlafbereich mit Fenster? Was habe ich gesagt? Fenster mit Schlafbereich. Ja, genau. Also gut, das seht ihr jetzt gut, dass die Anja heute dabei ist, weil ich nämlich Blödsinn erzähle. Klar, Schlafbereich mit Fenster. Was hast du jetzt geguckt? Ich habe jetzt mal gefragt, wie man es ausspricht. Ach so, ja. Und ich weiß aber immer nicht, ob ich es richtig hinkriege. Also Detle ist natürlich total falsch. Die haben gerade gelacht. Ja. Es heißt wohl Detto Avi. Detto Avi. So, und jetzt ist frei. Anja, wir können rein. Ich lasse dir mal einen Vortritt. Detto Avi, auch nicht schlecht. Wäre ich nie drauf gekommen. Ich auch nicht. Erster Eindruck, Anja, bitte. Immer erster Eindruck. Mega-Raumgefühl. Wirklich. Alter Verwalter. Und weißt du, was geil ist? Habe ich gerade eben schon mitgekriegt, wo hier der Aussteller so ein bisschen was erklärt hat, den anderen, die vor uns drin waren. Hier, schöne Klimaanlage. Oh, ist das angenehm, wenn ich hier stehe. Achso, ich habe es gar nicht gezeigt. Also hier über der Tür, Klimaanlage, die du einstellen kannst. Guck mal hier, auch schick. Hübsch. Schick gemacht. Okay, warte mal, wo waren wir stehen geblieben, Anja? Erster Eindruck. Ich sag dir jetzt ganz ehrlich, erster Eindruck mega. Was mir sofort ins Auge gefallen ist, aber da kommen wir noch dazu. Nein. Was ist denn das? Verrückt. Eine Waschmaschine. Geht die auf? Geht die auf?
drücken, ziehen? Ja, drücken und ziehen? Nicht kaputt machen. Okay, also, ja gut, mit Sicherheit wird es eine richtige Waschmaschine sein. Wir gucken, warte mal kurz, ich muss mich jetzt erstmal sammeln. Wir gucken jetzt erstmal. Also, was wirklich auffällt, Leute, ich filme jetzt mal einen Fußboden hier. Der Teppich ist jetzt nicht besonders schön, wäre jetzt nicht mein Geschmack, aber das ist jetzt mal egal. Wahnsinnig breit. Anja, da kannst du dich ja hier fast quer hinlegen. Wirklich mega Raumgefühl. Auch was mir sofort auffällt, 4 Plätze mit Gurt. Ja, also kannst du 6 Leute mitnehmen. Ja? 6 Leute mitnehmen, weil, ne, klar, Fahrer, Beifahrer und dann 4 Mitfahrer. So, und jetzt machen wir es der Reihe nach. Fangen wir in der Küche an? Ja. Fangen wir in der Küche an. Okay. So, das ist jetzt hier übrigens, das sind die Schränke, die wir von draußen gesehen haben. Moment, das war die Klappe oben. Da war nur die Klappe oben und das müssten die, genau, das sind diese, genau. Wie nennt man das? Kisten? Wie soll ich sagen? Schübe. Schübe, ja. Also die man halt von außen und von innen bedienen kann. An der Seite nochmal ein großes Fach. Das ist aber nicht echt, ne? Nee, das ist Kunststoff. Na, das wäre ein bisschen schwer. Ja, ja. Aber die Platte ist sehr schwer. Ist jetzt so ein bisschen, Anja, ist jetzt so ein bisschen wie im China-Restaurant, oder? So vom Gefühl, ehrlich, jetzt ich sag's. Aber mega. Guck mal hier, auch nochmal eine Verlängerung, weil die Küche ist ansonsten relativ klein. Weißt du, was mir auffällt, Anja? Du hast jetzt hier drin keine Kochplatte. Du hast hier oben drüber noch die Mikrowelle. Wahrscheinlich, also ich kann die Zeichen hier nicht deuten, aber doch, glaube ich, mit Grill. Also du hast eine Mikrowelle mit Grill. Aber du hast hier drin jetzt eigentlich keine Möglichkeit zu kochen. Da war jetzt dann quasi nur außen diese eine Gasstelle, die von draußen ist. Okay, also hier drin nur Mikrowelle. Genau, weiter geht's. Bad. Okay. Dusche mit Vorhang. Duschvorbereitung mit Vorhang, hier unten auch. Eine Panasonic-Toilette. Und jetzt, Anja, das ist eine Fernbedienung. Hast du das gesehen? Nee, ich glaube, hast du von hinten nicht gesehen. Ja. Das sind diese Toiletten, die man so, klar, in China, guck mal hier, ich glaube, mit diesen Düsen zum Spülen, weißt du, von unten, also wo du sauber gemacht wirst. Alter. Das in Camper. Leute, ich bin geflasht. Gut, hier natürlich die Brausenstange. Hier ein kleines Waschbecken, aber ist okay. Und weißt du übrigens, was mein Eindruck ist jetzt hier so der erste? Was ist denn hier ein Schalter? Warte mal. Ach so, das Licht. Spiegellicht, oder? Spiegellicht. Sag mal. Ach, geht mit Verzögerung. Ja, genau. So eine indirekte Beleuchtung. Was mir aufgefallen ist, ich finde die Türen, das wirkt so massiv, oder? Mhm. Haben die hier so mit dem Gewicht, machen die sich keine Gedanken, oder? Tatsächlich nicht, weil wenn du mal, habe ich ja eben gerade dir schon mal gesagt, die Platte, die ist unheimlich schwer. Okay. Also die wiegt bestimmt so alleine. Oder ist es doch echt? Nein. Nein. Ja, stimmt. Also so ein Gewicht, weißt du, ne? Also auch hier so die Tür, ne? Guck mal, ja, wie, weißt du, daumenbreit, ja. Wirkt wirklich massiv. Okay, also Bad, Spiegelschrank, guck mal hier, Garderobe. Und dann hier das Bett, quer, hinten im Heck. Ja, hier vorne ein bisschen schmäler als hinten die Matratze. Das ist dieses ausgefahrene Teil, oder? Ist das schon dieses? Ja, stimmt. Haut. Ja, klar. Leute, Anja hat recht. Das ist dieses ausgefahrene Teil, weil die kannst du dann mit Sicherheit rein und dann fährt das hier rein, genau. Stimmt, dann ist quasi dieser Bereich hier, ne, also dieser Teil, das ist der Hex-Light-Out, wie man gerade eben neu getauft haben. Da hinten auch USB, bisschen Strom, aber keine Steckdose, keine europäische Norm. Hier noch eine Tasche. Jo, kleines Fenster. Gut, okay. Was ist das? Ein Kühlschrank. Okay. 2 Kühlschränke? Oder ist es ein Gefrierfach? Okay, ich kann es jetzt tatsächlich nicht sagen. Aber wenn, dann ist es wirklich Kühlschrank mit einem sehr, sehr großen Gefrierfach. Gut.
Das ist jetzt hier, auch dass wir es gleich sagen, Anja, nur das wundert mich jetzt. Jetzt habe ich ja eben gerade gesagt, 4 Plätze zur Fahrgastbeförderung. Wenn aber, weil wir sind ja hier schon in diesem Slide-Out, ach so, wenn man das reinfährt, kommen die Sitze, stimmt, dann fahren die auch hier vor. Also du hast die doch, weil ich eben gerade gedacht habe, passt es dann noch mit 4? Doch, dann fährt ja dieser Bereich da rein. So, und jetzt weiß ich auch, wo ich gerade auf dem Holzweg war, mit diesem riesen Platz hier unten, das kommt natürlich durch den Slide-Out, weil hier die Sitzgruppe wirklich hier an die Seite geht. Okay, gut, ist Face-to-Face, kannst du hier mit Sicherheit auch noch, klar, das ist ein ganz normaler Tisch, wie man kennt, kannst du noch mal runterlassen, kannst du mit Sicherheit noch mal als Bett das benutzen. Denke ich, ja, genau. Am Ende hast du quasi 6 Schlafplätze, genau. Also so wie du auch. Anja, zum letzten kommen wir noch. Den haben wir ja noch nicht gezeigt. Weil Alkoven, das heißt über der Fahrerkabine. Warte mal, ich schwenke mal von unten hoch, weil hier hast du, das haben wir, glaube ich, vorhin gezeigt. Da drüben Entertainment ein bisschen. Weil da hast du dann auch noch mal. So, jetzt gehe ich mal. Wie kommt man hoch durch diese Treppe? Ich glaube, das ist hier die Stufe. Das wird die, nehme ich jetzt mal an, die Stufe sein, dass du da hochklettern kannst. Okay. Also, ja, 2, 4, 6 Personen. Familie mit 4 Kindern, auf jeden Fall Platz. Das ist doch ein Riesenschlafbereich, oder? Der ist riesig. Ich bin ja zu klein. Riesig, doch. Und ich habe vorhin gesehen, ich weiß jetzt nur nicht, wie es geht, ich will nichts kaputt machen. Du kannst hier dieses Teil, das kannst du hochklappen. Da hast du hier über der Fahrerkabine ein bisschen mehr Freiraum. Also zum Schlafen runterklappen, das sitzt in Schlafposition. Und ansonsten kannst du es hochklappen. Na ja, gut, Iveco, ja, gar nicht schlecht. Okay. Ach so, was wir übrigens vergessen haben. Schränke, Stauschränke sind quasi hier über der Sitzgruppe und im Schlafraum. Hier, mach mal auf. Wie tief sind die? Guck mal, mit Gefühl. Nee, du musst hier so eindrücken. Ja, okay. Ja. Alles klar. Anja, gehen wir mal raus. Die nächsten wollen nämlich rein. Also es war halt, Leute, es ist mal ganz was Neues. Es gibt so diese ein oder andere Idee, wo du natürlich sagen musst, mega, es ist einfach mal was anderes. Und ich glaube, jetzt gucke ich hier gerade schon mal in den nächsten rein. Ich habe nämlich gerade gedacht, ob wir überhaupt in den nächsten reingehen müssen. Aber den gucken wir uns auch nochmal an, weil der ist jetzt innen drin ein bisschen anders aufgebaut. Anja, bevor wir jetzt aber reinhuschen, weil da jetzt auch gerade noch jemand ist, außen zum Fahrzeug, ich habe mir gesagt, gut, Iveco sind es ja alle, auch ein Alkovenaufbau und... Gut, hier draußen jetzt, das haben wir ja nur jetzt schon vorgestellt, auch mit diesem System, dass du von innen außen den Schrank bedienen kannst, kochen, Kochstelle. Hat der, nee, Slide-Out oder sowas hat der nicht? Der hat nichts. Nee, hat der nicht? Okay, und hast du mit einem Auge gerade reingelunzt? Ja. Ist vom Dekor jetzt ein bisschen... Bisschen dunkler, ja. Ja, kann man das sagen, westlicher? Tatsächlich, habe ich auch gedacht, ein bisschen europäischer. Ja. Oder europäischer, ja genau. Das war, Dankeschön, Anja. Das war der Punkt, es ist ein bisschen europäischer. Und deswegen, doch, nee, da gucken wir auf jeden Fall mal rein, weil der könnte echt, sagen wir jetzt, für uns, was wir so kennen, noch ein Ticken interessanter sein vielleicht. So, mal, jetzt aber rein, Anja. Was mir zuerst auffällt, ich sehe das gerade. Ach, guck mal, in den Stufen noch. Ja klar, kann man ja nutzen, ne? Warum nicht? Schuhe, okay. Schlappen. So, was sind das jetzt hier, Anja? Massagesitze? Guck mal hier vorne. Was ist das? Guck mal hier, First Class Seat. Ja, tatsächlich. Ich sitze glaub, das in geht der wirklich. Ersten Reihe. Ich setz mich mal drauf. Ja, setz dich mal drauf. Anja, die sind mit... Warte mal kurz. Das massiert schon. Das massiert? Hier ist schon irgendwas. Leute, es sind wirklich Massagesitze. Und warte mal, jetzt muss ich mal, bevor wir anfangen zu gucken. Ich mach nicht mehr mit. Ich gehe mal hier hinten rein. So, jetzt guckt euch das mal bitte an. Die Anja sitzt im Massagesitz hier vorne, hochgeklappt. Das war dieses Teil, was ich in dem anderen zu dir gesagt habe, was du hochklappen kannst. Hochgeklappt, der Fernseher. Hammer. Also ich stehe auch nicht mehr auf jetzt, das ist nämlich schön. Das ist ja wie im Kino hier. Das ist wie im Kino. Aber Anja, komm, lass uns mal bitte nochmal anfangen. Also, gut, die Sitze,
Ich unterstelle jetzt mal, dass man die. Meinst du, dass man die drehen kann hier vorne? Zumindest den einen? Also der eine ist schon gedreht. Stimmt, der ist ja gedreht, also wird man ihn auch drehen können. Weil sonst hättest du ja wirklich nur zwei Plätze und hier vorne. Anja, guck mal, das ist für einen ganz schmalen Hintern. Oh Gott, das ist ja süß. Ist das süß? Ja, aber es gibt ja auch diese vielen dünnen, kleinen chinesischen Leute. Ja, genau. Also haben wir auf jeden Fall noch einen Notsitz, nenne ich es jetzt mal. Der Reihe nach wieder. Wir drehen gerade hier drin. Warte noch ein Momentchen. Fangen wir aber der Reihe nach wieder an. Also hier die Küche. Oben wieder, ja, genau wie drüben, ne? Diese Klappe. Da hatte ich jetzt gerade mit dem Besteckkasten gerechnet und wollte es rausziehen. Hast du gerechnet, ne? Und unten, guck mal. Mal nur mal, jetzt lassen wir es einfach mal aufgemacht haben, aber ist klar, das sind wieder die. Gleiches System. Gleiches System wie drüben. Wieder diese. Ja, sieht wirklich aus wie diese so Marmoroptik. Hier natürlich nochmal eine. Und du hast recht, auch die hier, die ist richtig schwer, ne? Also richtig massiv. Mikrowelle und ein kleines Fach. Okay. Das weiß ich nicht. Der Heater steht drauf und Air Conditioning. Okay, also Heizung und Klimaanlage. Die ist wieder da links über der Tür. Die ist, stimmt, genau, die ist wieder hier links über der Tür. Sehr unauffällig, die Klimaanlagen, das gefällt mir ganz gut. Guck mal, das ist eine große Klimaanlage. Also ich unterstelle jetzt mal, wahrscheinlich ein Splitgerät. Und durch die Klappe wird es schön verdeckt. Da oben GBL-Box, also Entertainment. Ah, guck mal hier, hier ist die ganze Steuerung drin. Okay. Auch schön. Und das ganze Dekor ist, ja, gut, jetzt bis, Anja, guck mal, vielleicht bis auf hier, oder? Das habe ich beim Reingehen, war das mein erster Gedanke. Wie süß. Okay, aber Anja, stopp, Nummer. Gleiche Kühlschränke. Mhm. Guck mal, sind auch die, von der Größe her sind die auch. Ja. Oben mit der Kühlschrank und großes Gefrierfach. Was haben wir da unten noch? Unten wahrscheinlich eine Klappe mit. Ja, okay. Auch der Boden, ne? Ja gut, auf dem anderen lag ja drüben der Teppich. Weiß ja nicht, wie der drunter ausgesehen hat. Das stimmt. Ne? Vielleicht, aber so war er nicht so dunkel. Kleiderschrank. Und jetzt tippe ich mal, Anja, dass da die Dusche drin, also das Bad drin ist. Weiß ich nicht. Tatsächlich, Überraschung. Ich lasse dich am besten mal durch. Ja, danke. Auch wieder die Panasonic-Toilette mit Spülfunktion, Waschbecken, hier diese Bordüre. Auch so dieses Kaltlichtweiß, ne? Es ist wie die Vorhänge überall. Ja, die Vorhänge, das ist so ein bisschen wie echt im China-Restaurant auf dem Klo. Aber das muss ja, um Gottes Willen, das muss ja nicht verkehrt sein. Aber ich meine nur, ne, siehst du, ne, hier so Kaltlichtweiß, da haben sie ja schon so Warmlicht-LEDs. Aber es ist halt wirklich so. Großes Bett, guck mal, du kannst es hier verlängern. Ja. Kannst es noch verlängern? Also dann ist es, Anja, bestimmt 1,50 Meter, oder? Ja, könnte sein, ja. 1,20 Meter, 1,30 Meter mit der Verlängerung, also 1,40 Meter auf jeden Fall. Ich tippe eher auf 1,50 Meter. Oben die Schränke, brauchen wir jetzt nicht alle aufzumachen, weiß jeder, wie es dahinter aussieht. Hier mache ich aber mal auf. Da machst du jetzt von mir aus gerne mal auf. Auch nochmal einen Schrank. Hier oben gehen die Schränke weiter, über den First Class sitzen. Und ja, ich kann es ja jetzt nochmal, ich zeige es euch nochmal ganz kurz. Ich mache es noch nicht ganz zu. Das war die Klappe auch wie im ersten, wo du oben halt dann Alkoven, ne, den Bettbereich hast und hier den Fernseher. Schöner, also gefällt mir jetzt, sage ich ganz ehrlich, vom Dekor besser als der andere drüben. Das ist richtig, ne? Aber da könnte man ja vielleicht so einen Mix entwickeln. So ein also Mix. So ein bisschen so ein europäisch, aber mit diesem Slide-Out und diesem Grundriss, den fand ich schon drüben ganz schön. Hast recht, aber wir haben ja gerade erfahren, Anja, dass die, jetzt sage ich mal hier, die Fahrzeuge, da gibt es tatsächlich noch keinen Preis. Die wollen jetzt einfach mal hier auf dem Markt erstmal gucken, auf dem europäischen, wie die Fahrzeuge ankommen. Wir haben gerade erfahren, der Hauptabsatzmarkt Australien. Ist Australien, genau. Also in Australien laufen diese Fahrzeuge. Auf den europäischen Markt wollen sie jetzt wohl erst kommen. Also für die ist das auch erstmal eine Orientierung, was wird gewünscht und wahrscheinlich auch, wie viel ist man bereit dafür zu bezahlen. Genau. Wie kommt es an? Gut, gehen wir den dritten jetzt aber schon noch mal rein, ne? Auf jeden Fall. Weil den gucken wir uns jetzt auch noch an. Vielleicht ist der ganz anders. Und das wäre jetzt der dritte. Ja, also auch wieder Alkoven. Auch kein Slide aus. Anja hat auch wieder die Außenküche. Ja. Stand es bei den anderen auch noch aus? Ich meine nicht. Ich meine, das war ein anderer. Kochherd, das heißt, der geht dann mit, also nicht mit Gas, sondern mit Kraftstoff, mit Diesel.
Gut, sonst gibt es außen eigentlich nichts großartig mehr zu sagen. Hier ist ja auch nochmal eine Klappe. Und was ist denn das? Meinst du das? Leute, wer schreibt es mal in die Kommentare. Sieht es nach Wasser oder nach Gasanschluss aus? Ich weiß es nicht, weil ne? Gas haben sie ja nicht. Man kocht mit Diesel. Aber irgendein Außenanschluss ist auf jeden Fall. So, hier wieder ein ganz anderer Holzton, mehr braun. Hier geht man im Heck rein, ne? Die Tür ist hier ganz hinten am Heck. Ja. Okay. Gleich die Küche. Warte mal, ich bleib hier gerade mal kurz stehen, weil da kann man nämlich die Küche vielleicht machen. Wo fangen wir an? Ja, Klimaanlage. Klimaanlage, genau. Oh, guck mal, auch wieder mit dieser. Interessant, wie man da die Temperatur da außen so, ne? Wie die so durchprojiziert wird. Klimaanlage, ja gut, klar. Hier oben Ablagefläche. Auch Schränke. Ups, was ist denn hier? Ist da die Waschmaschine drin, Anja? Vielleicht Warmwasserboiler? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Leute. Hier zwei kleine Fächer. Ach nee, genau, an der Waschmaschine, an der bin ich dran vorbeigelaufen. Guck mal. Also da ist wieder die Waschmaschine. Ich hätte sie ja gern mal aufgemacht. Aber das steht doch hier irgendwie, hier open. Oder vielleicht hat die keinen Strom können. Also, Waschmaschine. Ja, auch nochmal, guck mal, ein kleines Regalfach. Okay. So, und dann hinter dir, ich bleib hier weiter stehen, Anja, weil hinter dir nehme ich an, wird es Bad sein, oder? Richtig. Genau. Oh ja. Du, das ist... Das finde ich jetzt schicker als die anderen. Das ist schick. Das ist ganz gut gemacht. Also schicker als die anderen auf jeden Fall. Guck mal, keine Panasonic-Toilette. Also hier haben sie eine Fettflot verbaut, eine Banktoilette. Anja, guck mal hier. Verrückt. Das ist, Leute, das ist... Gewicht spielt keine Rolle. Gewicht spielt keine Rolle, das ist Keramik. Gewicht spielt keine Rolle offensichtlich. Kleiner Schrank, ich drehe mich mal. Also klar, Duschausbau. Habt ihr ja gesehen, hier wieder der Spiegelschrank mit Hintergrundbeleuchtung und unten halt die Duschtasse. Okay, nicht schlecht. Gut, die brauchen wir nicht mehr aufzumachen. Das sind Kühlschrank und Gefrierfach. Hier oben wird ja klar Aircondition und Heizung. Oben in dem Himmel hier schön. Das finde ich, Anja, das finde ich hier übrigens auch ganz schön, ne? Dass das hier so eingefasst ist. Ne? Ja. So ein bisschen verspielt, schön. Übrigens gegenüber von der Küche ist auch ganz nett gemacht, weil du ja in der Küche selber eine relativ wenig Arbeitsfläche hast. Hast du hier dann noch mal was, wo du was abstellen kannst und so weiter? Das ist nicht schlecht. Auch nochmal mit dem Schrank drüber. Okay, so, wie geht's weiter, Anja? Sitzgruppe. Bin ich noch nicht so ganz klar, was die, kann man das... Ja gut, das ist wahrscheinlich, damit du mal sehen kannst, wie die zum Bett umgebaut wird, ne? Hast hier quasi zwei, wenn du die Tische runterlässt, hast du zwei Einzelbetten. Anja, sieht jetzt ein bisschen aus so wie im Zug, oder? Stimmt, ja, stimmt. Ja. Aber nicht schlecht. Wenn wir die hier hoch, ich muss jetzt mal hochklappen, dann kommst du nicht mehr raus. Soll das dann als Nachttisch sein oder kannst du da noch ein Kissen reinlegen, dass du... Ich habe gerade keine Idee. Also viel Bastelspaß, auch hier, guck mal, genau. Zieh mal dran. Das faltet sich, guck mal, ziehen, nach vorne ziehen, zu dir ziehen. Wieso das ist nochmal... Hilfe. Jetzt ohne Flachs, Anja, ohne Flachs. Weißt du, es ist wie im Zug. Kennst du noch früher so im Zug, wo du so oben die Betten runterklappen konntest? Das ist ein Schlafbereich, das ist ein Schlafabteil eigentlich. So, Leute, wir haben... Zähl mal durch. Zwei Mann oben, zwei Mann hier unten, dann noch den, im Alkoven den Schlafbereich, der übrigens auch riesig ist. Ne, also hier ist der auch sehr groß. Wahnsinn. Wahnsinn. Und hier eigentlich, naja, also gut, Leder. Auch hier soll das, ne? Ja, für unterwegs, wie im Zug. Ja, das ist wie im Zug. Zugfahren im Reisemobil, so ein bisschen. Also da wartest du echt darauf, dass hier so der Fahrkartenkontrolleur kommt, oder? Es ist halt wirklich so. So, damit verlassen wir. Und durch die ganzen Eindrücke habe ich schon wieder vergessen. Wie spricht man so aus? Ditto. Ohne Hill. Wie? Ditto. Ditto. Damit verlassen wir Ditto. Also,
Kurze Zusammenfassung. Liebe Heike, genau, du wolltest das ja auch sehen. Es ist auf jeden Fall mal ganz interessant, kann man sich wirklich angucken. Es ist nach unseren Vorstellungen, so wie wir es kennen, so wie wir unsere Reisemobile, Wohnmobile kennen, ist es wirklich tatsächlich was komplett Neues. Ganz, ja. Ist eine ganz andere Welt. Mhm, stimmt. Aber ich denke, da kann man wirklich was draus entwickeln. Also wenn man sich so ein bisschen nach diesen europäischen Vorstellungen richtet und was draus macht, ich denke, da ist der Absatz da. Klar. Und vor allen Dingen, Leute, so ehrlich muss man sein, Anja, wir haben ja hier wirklich nachgefragt. Also es gab ja keine Preisangabe, aber am Ende des Tages ist auch immer der Preis ausschlaggebend vielleicht. Wir wissen ja nicht, mit was für einem Kampfpreis die dann hier auf den europäischen Markt mal kommen mit ihren Fahrzeugen. Gut, so, ich glaube, jetzt haben wir ziemlich viel gefilmt. Ich denke fast, wir werden es an dieser Stelle jetzt belassen, weil es soll ja noch einen zweiten chinesischen Hersteller geben. Aber da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da weiß ich jetzt nicht genau, wo der sein soll. Deswegen, also wenn er uns noch über die Füße fällt, dann schieben wir noch mal was nach. Ansonsten, damit das Video wirklich nicht so lange wird, beenden wir das. Der erste Tag, ich danke dir für die Unterstützung. Zu zweit macht es doch einfach mehr Spaß und ist schöner. Bis zum nächsten Video hier vom Caravan Salon in Düsseldorf. Macht's gut, habe die Ehre, ciao. Ciao.